Wir haben hier die Gruftkönige, die Dunkelelfen immer noch ein bisschen am Arsch. Wir haben hier Malekith, den Cheaterkönig, den wir eigentlich gerade zerschmettert haben und der eigentlich länger brauchen müsste, um zu respawnen, aber der KI ist es so ein bisschen egal. Aber wir haben ihn hier oben in die Ecke gedrängt. Der hat hier noch, hier seine Hauptstadt gehört schon mir, da machen wir Gruftparty. Und er gammelt hier in dieser, in der Folterschlucht herum. Sage ich jetzt so, ich habe Riesenangst vor seiner Armee, die sicher unglaublich mächtig ist. Der große Hierophant Kateb ist schon im Eilmarsch von der anderen Front unterwegs und denkt sich, holy shit, Leute, wir müssen hier schnell zusammenkommen, weil der Feind naht. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Sorge, dass da irgendwas noch irgendwann bald aus dem Nebel kommt. Gleichermaßen wirkt es auch ein bisschen so, als hätten sie sich ein bisschen auch mit zu vielen Leuten angelegt, weil hier der Alif Anar, dieser Hochelfenprinz, hat hier auch ganz gut Macht gewonnen und hat ihnen, glaube ich, ziemlich was weggehauen. Also, wir sind nicht ganz sicher, wie stark unser Feind ist. Und ich habe hier diese zwei Fronten. Ich versuche ihn hier oben in Schach zu halten, vor allem damit er nicht noch zu Pia rübergeht, weil Pia hat noch viel anderen Stress. Dazu kommen wir gleich. Und gleichzeitig bin ich hier unten mit einer Armee vom großen König Hekenurus und brandschatze ihn einfach hier noch so ein bisschen weg, diese paar wehrlosen Gebiete hier. Und damit ist jetzt Pia dran, die ihre ganz eigenen Sorgen und Nöte noch hat. Das beschreibt es relativ gut. Ich habe momentan so viele anstrengende Leute. Also wir müssen wirklich jetzt seit irgendwie drei Streams müssen wir so viele Trolle bei mir wieder sperren, wie gefühlt im letzten ganzen Jahr nicht. So. Ach, Also krass. wirklich so ganz random Sachen, Leute, die reinkommen und einfach nur wirklich Schimpfwörter schreiben teilweise oder Wow. bann mich Big Mac und solche Sachen. Und einfach, also normalerweise ist immer sowas, wenn irgendwo Ferien sind oder irgendwo Schule oder irgendwas nicht ist, dann ist es, dann merkt man das verhäuft so, aber es ist ganz weird einfach. Okay. Ganz, ganz weird. Im Januar, ja, ich habe keine Ahnung, wann ihr Ferien habt. Bei mir ist Ich habe doch Schule auch auch keine schon Ahnung. Ewigkeiten her und als ich Ja. noch in der Schule war, habe ich so viel geschwänzt, dass jeden Tag Ferien waren. Also. So eine warst du also. Definitiv. Und auch keine Scham, keine Reue, wenn ich das hier richtig mitkriege. So, wir führen das, würde ich sagen. Wir hauen Morati dahin weg, wo sie hergekommen ist. Weißt du nicht, wo gerade diese ganzen Armeen immer herkommen? Gerade war da noch eine andere. Ach, er hat den wahrscheinlich ausgetauscht, den Ja, Anführer. einfach aus dem Boden ausgegraben. Du kennst das doch mit den Das NPCs. Der war stimmt, auf der das stimmt. Ersatzbank und jetzt muss er schnell einspringen. Das stimmt. Aber deine Verstärkung kann doch nicht. Ach, du verteidigst ja. Ja. Guten Morgen. Ich dachte mir gerade, hä, wie kann denn bei einem Angriff deine Verstärkung in der gegnerischen Stadt ankommen? Was ist das denn? Genau, nee, das verteidigt wäre natürlich geil, ne? So richtig, richtig schöner Inside-Job, aber dann starten wir mal und lassen die Armeen anrücken. Ja, das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst vor der, auch wenn sie da alleine kommt. Das stimmt. Also der Titan ist ja gleich hier. Der ist ja auch bei dieser Verstärkung. Da ist er. Werf den mal drauf und versuch Also wenn wir die zu. Morati da jetzt getötet bekommen würden, wäre das halt insane. Ja. Haben wir So, da ist irgendwas, was die. Schaden auf einer Sache macht? Der Titan hat so ein paar Zauber und mein Held auch, glaube Ja, ich. ich schaue gerade auch von dem Helden, den ich habe, ob der was hat vielleicht. Um die einfach richtig rauszumobben direkt. Wenn die weg ist, ist sie weg. Ja. So, ich werfe den Titan direkt drauf. Gleich brennt eure Küche übrigens. Bitte was? Wie meine Küche brennt? What? Kalle macht gerade einen Kochstream. Und ich Ah. mache mir ein bisschen Sorgen, wenn die Leute in meinem Chat schreiben, dass unsere Küche gleich brennt. Nein, der kann kochen. Ich habe Vertrauen, sonst darf er nie wieder kochen. Ihr Sackgesichter. Also die Bogenschützen fallen jetzt auch noch komplett. Ja. Das muss jetzt der Titan reißen. Das muss jetzt der Titan reißen. Ich schick dir Hilfe. Ich will da nicht mal reinlaufen mit dem. Dann haben wir Ja, auch ich nicht mehr traue mich genug auch nicht ganz Mana. mit meinem Helden. Ich trau mich gerade gar nichts. Auch mit der Bundeslade die kann ja noch Nahkampf. Ich glaube, sehr schwach. Und auch mein Held kann da noch rein. Ja, wir müssen. Ich muss jetzt alles reinwerfen. Zum Sieg oder Tod. Ich kann die Rüstung von denen noch sabotieren. Oh, das wäre super. Das geht sich mana-technisch noch aus. Alter, das ist so knapp Das hier. wird so knapp. Warum sind die denn noch nicht gebrochen? Wir haben doch ihre Heldin schon lange weg und alles. Dunkelelfen.
Es gibt wenig, wovor sie mehr Angst haben als vor sich selbst. Oh, dein Held bricht. Ja, ich sehe es. Ich habe jetzt den da auch noch reingeholt, den Kommandanten in der Hoffnung. Oh, das wäre so hart, wenn wir das jetzt ernsthaft noch verlieren. Gegen diese paar Speerträger hier. Come on. Das tut echt weh. Gibt es noch eine Möglichkeit, Mana zu regenerieren? Nicht wirklich, glaube ich. Rein und raus und rein und raus und rein und raus. Du musst jetzt wieder raus. Du musst jetzt wieder raus. Es geht nur, wenn wir rein und raus machen. Rein. Oh, jetzt bricht der auch. Scheiße. Ach, scheiße. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das tut. Vielleicht hätte ich nicht rausgehen dürfen mit dem Helden. Jetzt stirbt auch der Titan. Ich wollte halt den Helden schützen und jetzt verlieren wir alles. So. Aber wir können den Fight nochmal machen, wenn du möchtest. Na, da müssen wir jetzt mit leben. Ich hätte nicht gedacht, Dankeschön, dass wir das noch verlieren. Dankeschön. Das hätte ich gedacht, kriegen Vielen wir. Vielen Dank. Vor allem der Titan, den zu verlieren, das ist echt hart. Geiert Kiba neben dem Essen oder was? Kann ich ja ewig nicht mehr bauen. Gegen so ein paar gammlige Speerträger hier vor allem, weißt du. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das ist hart. Es brennt. Das ist wirklich hart. Alter. Oh, das tut wirklich weh. Das gibt's doch nicht. Einfach auch eine Lade verloren. Das sind locker 5000 Gold. Ja gut, aber die Lade kriegst du zumindest wieder zurück. Ne? Ich glaube, den großen Dude kannst du noch nicht bauen. Genau, das dauert ewig, bis ich den normal bauen kann. Scheiße. Das tut schmerzlich weh. Und vor allem auch jetzt haben sie halt wieder... Spiel, Neusynchronisierung versuchen. Ich drück da mal drauf und gucke. Ja. Schau, sonst hat das Spiel das gerade für uns gemacht, damit du das neu spielen. Oh nein! Musst du das vielleicht neu... Das wäre aber ärgerlich, wenn du das jetzt das neu spielen ganz, müsstest, ne? Das wäre wär ja wär richtig ganz bitter. Schlimm. Ah, nee, es hat tatsächlich geladen nach, dem, nach der Niederlage. Set. Was? Fair enough. So, das müssen wir führen. Jawohl. Jetzt direkt nee, es ist jetzt wieder... Nee, warte. Ich war jetzt direkt ins Hauptmenü, weil sonst speichert er ja automatisch. Ich hätte jetzt den letzten Autosave geladen einfach. Okay. Weil das nehmen wir jetzt nicht. Also das ist ja Bullshit, was das Spiel hier macht. Wenn also liebt jetzt, uns Total War 2 auch nicht. Na super. Niemand offensichtlich, ja. Bin ich jetzt wieder in meinem Zug? Du bist jetzt in deinem Zug vor dieser Schlacht gerade eben. Ja geil, das heißt, dann können wir die auch nochmal machen. Jetzt hat das Spiel tatsächlich zu unseren, aber diesmal muss ich jetzt zu unserer Ehre sagen, ich hätte diese Niederlage genommen, aber die es jetzt gerade Pia reingewirkt hat, können wir halt nicht akzeptieren, weil das ist ein Bug und ich habe jetzt den letzten Speicherstand geladen, den ich hatte, das habt ihr alle gesehen. Das heißt, in dem Fall hat das Spiel selber quasi gesagt, das muss nochmal geschlagen werden, da kann ich jetzt nichts dafür. Ich kann mal versuchen, da zu helfen, dass die freigeräumt wird. Oh, der Wirbelwind hier hat, glaube ich, gut den Leuten hier Stress gemacht. Weil die Lade soll halt da drauf feuern. Und ihr könnt wegrennen. Ja, da rennen sie weg vor dem Wirbelsturm. Sehr, sehr schön. Ja, damit ist jetzt frei. Gut, damit müssten wir es jetzt eigentlich, glaube ich, hinkriegen. Ja, dein Dude ist ja auch noch viel gesünder. Also dein großer Dude. Das ist diesmal, steht das in keinem Verhältnis. Ja, nee, das läuft deutlich besser. Ja! Ja, Rio Kart, das stimmt. Dankeschön, Bastian. Ja, Glorie für Khemri! Sehr schön, sehr schön. Das war gut. Das war sehr schön. Und jetzt haben wir den Spaß hier schon wieder. Ja, ich möchte einfach nur den Kommandanten hier wegmachen. Ne? Guck dir diesen Saurus an, da ist er. Und rennt weg vor so einem schäbigen Barbaren. Guckt euch das an. Also auf den Chat sollte man einfach nie hören, glaube ich. Haben wir mal Saurusse gebaut, wie ihr es seit drei Streams fordert. Und werden komplett enttäuscht. Ja, das ist alles verletzlich. Verletzend, nicht verletzlich. Ja? In unserer Küche fehlt einfach ein Pürierstab. Hä, was wie ein Pürierstab? Wir haben keinen Pürierstab, was ist das für eine Scheiße? Ja, dann warum hast du keinen besorgt? Ich wusste das nicht, weil Mori das nicht in sein Rezept schreibt.
Dass man einen Pürierstab braucht? Ja, da steht, du hast es ja gesehen, was man einkaufen muss. Ne? Ich habe nur, ja, aber ich habe ja kein Rezept gesehen. So, und dann steht da nichts vom Pürierstab. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich führe gerade Krieg. Dass ich mir voll die coolen Rezepte... Und ich habe gerade eine meiner besten Freundinnen, Mary, im Chat, die sehr hilfreich war dabei, dann über verschiedene Geburtstagsgeschenke meine Küche aufzustocken. Weil ich immer wieder hatte, so jetzt habe ich hier voll das geile Rezept und so. Und ja, ja, ist ja schon so, dass man für einen Auflauf auch eine Auflaufform braucht. Ne? Hätte ich auch irgendwie draufkommen können, aber bin ich halt nicht. Und jetzt bin ich hier mit all den Zutaten für einen Auflauf, aber keine Auflaufform. Und Mary schreibt auch schon, dieses Jahr gibt es eine Heißluftfritteuse. Ja, geil, oh, Mary. Ich will auch was. Aber es wundert mich, dass wir kein... Also ich hatte mal einen Pürierstab, aber ich habe mich ja komplett neu eingerichtet mit der Küche, als ich nach Berlin gezogen bin. Habe alles, was ich besessen habe, also quasi im Freundeskreis verschenkt und alles, was der Freundeskreis nicht wollte, gespendet. Also ich weiß, dass ich mal einen Pürierstab hatte. Aha, immerhin. Aber wo der jetzt ist, weiß ich nicht. Ich besitze tatsächlich einen. Wenn ich ihn dir irgendwie durch den Bildschirm reichen könnte, hätte ich jetzt den Abend retten können bei euch. Das ist wahr, ja, das hättest du. Oh, jetzt jagen die mich, ne? Oh. Aber ich würde das, wenn das für dich okay ist, nochmal kämpfen versuchen. Ja, können wir machen. Vielleicht kriege ich den ein bisschen hochgeheilt, das Bastialion, und mal gucken, was geht. Das nervt mich einfach schon wieder. Gut, dass ich angefangen habe, eine neue Armee aufzubauen. Als hätte ich das gerochen, dass ich die Armee verlieren werde. Als hätte ich es gerochen. Das ist bitter, wir haben meine Armee gerettet und dafür verlieren wir jetzt deine. Ja, kann man nicht. Aber die hätten wir, glaube ich, in der Schlacht nicht retten können. Da waren wir zu unterlegen. Nee. Aber ich will, dass sie noch bluten dafür. Ja, das auf jeden Fall. Los, du Saurus. Lass sie bluten. Diese barbaren Berserker, ey. Mein Kommandant ist gerade gestorben. No, nicht das die fliegende Kröte. Die fette Kröte ist gestorben, yo. Das ist das nicht so schön. Scheiße. Das ist hart. Rierstab regelt Kalle, schreiben sie bei ihm jetzt. Ja, dass die noch Movement hatten, um die Armee weiter zu jagen, ist natürlich hart. Ja. Aber sie wird jetzt einfach weggewalzt. Ja, ey, jetzt habe ich Malekith und Morathi einfach beide weggefischt. Holy shit. Das ist ja der Hammer.